So, hallo bei meinem neuen Video. Ich mache das jetzt einmal daheim in Schwäbisch. Das ist vielleicht für der eine oder andere lustig. Oder der Ohr versteht es vielleicht auch besser. Also, was ich heute zeigen möchte, ist, dass man ja auf eigene Seite das Impressum bei Facebook hier jetzt neu machen muss. Das geht eigentlich ganz einfach. Ich habe das jetzt da auf meiner Seite auch schon drinnen. Aber ich zeige euch jetzt einmal, wie das geht. Also ihr müsst jetzt da oben als Suchbegriff eingeben, Tab Maker. Und dann kommen wir da zu der Anwendung. So, und bei der Anwendung da muss man dann das da Free Tab Maker runterladen. Oh. Ja, dann liken wir das halt einmal. Muss man erst, kommt man nicht weiter. Und dann gibt es ja hier das Paragraphensymbol und da dann draufklicken. Jetzt da ist das schon auf alle Seiten von mir gemacht, habe, kann ich das jetzt nicht mehr machen, aber normal sind da Hanna wird dann die Facebook-Seite angezeigt oder die Facebook-Seite, wenn man mehrere hat. Und dann geht man dann da drauf. Da ist ja bei mir jetzt ja schon gemacht, habe, kommt das jetzt halt nicht mehr. Aber jetzt zeige ich jetzt mal dann, wie das Konfigurationsmenü aussieht. Dann einfach, also hier kommen wir dann da Hanna direkt da drauf und dann muss er da hier dann ihr Impressum eingeben. Ich habe da jetzt nicht viel reingeschrieben, ich habe jetzt einfach bloß verlinkt auf mein bestehendes Impressum. Normalerweise kann man da Hanna mit dem Button das Impressum erstellen. Geht aber nicht, ich weiß nicht warum. Ich habe es jetzt schon mit zwei verschiedenen Browser ausprobiert, mit Google Chrome und mit dem Internet Explorer. Es geht nicht, ich habe keine Ahnung. Aber man kann ja dann das bestehende Impressum ja einfach kopieren und dann daran einfügen. Dann da unten die zwei Hakensätze. Dann, ja, man sieht es jetzt leider auf dem Bild, ich kann nicht weiter runter scrollen, aber ich kann es ein bisschen kleiner machen, so. Und dann die zwei Hakensätze und das sieht man jetzt auch, da habe ich hier Start speichern. Genau. Man kommt dann auch auf den Button, wenn man da auf FAQ drauf geht, da sieht man es dann auch nochmal speichern. Und dann hängt das Impressum auf eurer Seite nachher drauf und das ist ja, sagen wir mal, das Wichtigste. Das Impressum muss auf jeden Fall da oben in der ersten Zeile standen. Wenn das jetzt bei euch hinten der erste Zeile steht, dann könnt ihr da hier drauf gehen. Und dann, wenn es weiter unten ist, dann kann man da praktisch das tauschen. Ich tue jetzt da auf einfach mal Videos mit einfügen. Und dann kann ich jetzt da, wenn ich jetzt das Videos weiter oben haben will, kann ich das mit dem Impressum jetzt tauschen. Jetzt ist das Video oben und das Impressum unten. Aber das Impressum muss ja oben sein. Dann gehe ich da drauf und tausche das jetzt dann mit dem Video und dann habe ich es oben in der ersten Zeile und das ist das Wichtige. Das muss oben stehen. Der Gesetzgeber sagt ja, dass man das Impressum jetzt suchen muss und das muss ganz klar ersichtlich gleich auf der Startseite zum Erkennen sein. So, jetzt ist es gleich hier auf der Startseite zum Erkennen. Man kann dann direkt draufklicken und kommt dann direkt ins Impressum rein. So, das war das, was ihr euch zeigen wollt. Jetzt diesmal auf Schwäbisch. Weiß jetzt nicht, ob es jeder verstanden hat, aber ich habe das auch in normalem Deutsch, habe ich es auch auf YouTube drauf. Wenn das dann der eine oder andere vielleicht doch besser versteht, dann soll er sich das andere Video von mir angucken. Ich sage mal, danke fürs Zugucken. Ciao.